Löwenfunk, der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen, präsentiert von der WTG-Gruppe mit Host Kevin Gavin. Hallo liebe Löwenfans, willkommen zu Folge 83 des Löwenfunk, dem Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen. Wir haben eine Woche Pause gemacht, der Grund liegt auf der Hand. Unser Gast war einfach nicht da, nicht verfügbar für uns, hatte Besseres zu tun, als hier in Kronau zu trainieren. Das ist in dem Fall auch tatsächlich die Wahrheit. Darüber und über vieles mehr reden wir mit unserem Spielmacher. Willkommen, Juri Knorr. Hallo, moin moin. Löwen aktuell. Ja, wer noch mal reinhören möchte, in den Folgen 41 und 67 war Juri ja schon einmal zu Gast. Das ist dein dritter Besuch bei uns. Du hast uns ein schönes Andenken mitgebracht aus München. Was ist denn da an deinem Hals los? Ja, die waren ein bisschen kratziger unterwegs, die Ägypter. Und ja, das ein oder andere Andenken durfte ich mitbringen und es wurde verwechselt mit anderen Sachen. Wie. Ja, wir können das ehrlich sagen, es sieht aus wie ein Knutschfleck. Ist es nicht. Ist es nicht. Ja, du bist auch nicht der Einzige. Ich glaube, also ich habe es von Weitem, ich war ja auch in München, von Weitem gesehen. Ich glaube, Johannes Goller hatte auch einmal so einen riesigen Strich hier runter. Also die Ägypter waren tatsächlich eher körperlich unterwegs. Ja, doch. Ja, es ist eine sehr stabile Mannschaft, ziemlich gewachsen in den letzten Jahren und einfach ja, im Welthandball etabliert, auch wenn sie viele Spieler nicht dabei hatten, die eigentlich für sie auch wichtige Stützen sind. Spielen sehr physisch und bringen einiges mit und haben uns viel abverlangt. Und natürlich glaube ich, dass wir die Spiele schon ein bisschen deutlicher gestalten können, ein bisschen konsequenter sind und ein bisschen stabiler in unserem gesamten Spiel. Aber so ist es. Ja, also ich hatte eigentlich gehofft, dass wir schön zwei entspannte Länderspiele haben werden zusammen. Erst Freitag in Neu-Ulm, wie man ja immer sagen muss. Da muss ich mich immer erst ein bisschen dran gewöhnen. Und dann am Sonntag in München. Es sah ja auch zwischendurch immer mal wieder so aus, als könnte es ein lockeres Spielchen werden, aber dann nicht. Lag das auch so ein bisschen daran, dass Alfred auch viel ausprobiert hat? So viel hat er ja gar nicht ausprobiert. Also wir haben ja schon eigentlich mit Spielern gespielt, die sich jetzt schon ein bisschen länger kennen. Natürlich, man hat sich jetzt wieder fast ein halbes Jahr nicht gesehen und hat dann nur eine Woche, die natürlich auch anstrengend ist und dann fährt man da nach Neu-Ulm und natürlich ist man auch ein bisschen aufgeregt. Das ist ein bisschen der Startschuss zur Europameisterschaft, die jetzt wirklich immer näher rückt und natürlich ist es auch in den Köpfen und wir kommen in beide Spiele eigentlich gut rein. Im ersten Spiel gerade die Anfangsphase, im zweiten die ganze erste Halbzeit eigentlich, aber schaffen es halt nicht in beiden Spielen das konstant über die ganzen 60 Minuten zu bringen und da muss man sagen, haben die es natürlich auch gut gemacht, aber wir auch nicht gut genug, dass wir jetzt sagen können, das war jetzt ein Ausrufezeichen. Am Ende gab es praktisch drei Punkte, auch wenn es Freundschaftsspiele waren, ein Unentschieden, ein Sieg und viele Erkenntnisse auch? Ja, natürlich. Ich glaube schon, die Trainingswoche hat viel Positives mitgebracht, aber Spiele sind dann immer noch mal was anderes. Ja, also was ich eben gerade schon gesagt habe, es hat uns ja schon gezeigt, dass wir schon noch einen Weg vor uns haben und natürlich wird es nochmal was anderes sein, wenn wirklich das Turnier dann losgeht, wenn man wirklich dann da auf der Platte steht, aber wir haben halt gesehen, dass wir das nicht von alleine läuft, dass wir nicht 60 Minuten einfach ja, einfach machen können und wir werden am Ende schon mit 10 Toren gewinnen, so weit sind wir nicht. Da sind andere Mannschaften besser momentan und müssen weiter arbeiten und natürlich bleibt wenig Zeit und wir sind natürlich auch darauf angewiesen, dass dann eine Euphorie entsteht in Deutschland bei uns in der Mannschaft und das müssen wir mitnehmen und dann können wir auch wachsen, weil wir haben schon Qualität in der Mannschaft. Wie würdest du dein persönliches Fazit aus diesen zwei Spielen ziehen? Siehst du dich wieder in Topform? Ich muss sagen, das ganze Jahr ist ja so ein bisschen auf und ab für uns bei den Löwen auch gerade. Wir haben echt gute Spiele dabei, wenn ich jetzt an das Spiel gegen Nord denke. Auch der Supercup war eigentlich ein Ausrufezeichen von uns, dass wir hätten gewinnen oder den wir hätten gewinnen müssen. Aber schaffen es nicht, so die Konstanz reinzukriegen, beziehungsweise auch nicht diese Welle zu erwischen, die wir vielleicht letztes Jahr hatten. Das ist klar, das geht nicht jedes Jahr. Vielleicht ist da letztes Jahr auch viel zusammengekommen. Und auch bei mir persönlich muss ich sagen, dass vielleicht dies ja noch mal mehr Themen da sind, ist natürlich auch ein anderer Fokus mittlerweile da und jetzt gerade mit der Europameisterschaft nimmt das extrem viel
Raum ein, extrem viele Fragen, Anfragen zu dem Thema und gar nicht so viel zu dem Tagesgeschäft, Handball-Bundesliga oder Euroleague, und ist nicht so einfach, weil wir auch jetzt viel mehr Spieler haben und da immer seine Leistung zu bringen. Deshalb ist es bei mir auch so, ich glaube, ich hatte gute Spiele dabei, ein paar auch weniger gute, aber ich bin zufrieden. Es hätte natürlich besser laufen können, aber ich bin mehr oder weniger gesund geblieben. Die zwei Spiele, die ich aussetzen musste, waren ein bisschen ärgerlich, aber es gehört nun mal dazu. Und auch jetzt bei der Nationalmannschaft bin ich erstmal dankbar, dass ich dabei sein durfte, dass ich dann auch relativ viel spielen durfte. Ich nehme es nie für selbstverständlich und probiere mich dann reinzuhauen und bin auch jetzt zufrieden, so wie es gelaufen ist. Aber natürlich weiß ich, dass ich auch noch Steigerungspotenzial habe, und ich weiß, glaube ich, auch ganz gut, wo, in welchen Bereichen die liegen. Aber so ist es. Das finde ich eine schöne Einstellung, ehrlicherweise, dass du sagst, dass du die Länderspiele nicht für selbstverständlich nimmst. Fakt ist, es ist ein riesengroßer Hype um dich entstanden. Ich habe dir ja aus Spaß gesagt nach dem Spiel in München, ich werde 3 Wochen von deinem Vornamen träumen. Was macht das denn mit dir, wenn du dann in so eine Halle kommst und dann schreien da, also es sind ja Hunderte deinen Namen, das hat Backstreet Boys Züge. Das ist keine Übertreibung, finde ich. Ja, ist krass. Ich nehme das natürlich wahr, besonders nach der Weltmeisterschaft im Januar hat sich das extrem gesteigert. Das habe ich enorm gemerkt bei den ersten Spielen mit den Löwen, dann danach, wie viel es auf einmal wurde. Und in erster Linie freue ich mich natürlich darüber. Es ist eigentlich für mich die schönste Form der Anerkennung von außen. Ich betone ja häufig, dass mir Dinge, die in den Medien stehen, nicht so wichtig sind, auch wenn man die ja auch wahrnimmt. Aber das nehme ich eher negativ wahr, egal ob was Positives oder halt Negatives geschrieben wird. Aber wenn ich es nicht Kinder sehe, die mein Trikot tragen oder denen ich eine Freude machen kann, wenn ich vielleicht ein Foto mache oder eine Unterschrift gebe, dann ist das einfach was Besonderes. Und für mich das, warum ich das auch mache, also das macht mich glücklich und das macht mich auch stolz. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich mittlerweile echt, echt viel geworden, und allem gerecht zu werden, ist gar nicht so einfach, zumal ich auch das, was jetzt bei so einem Spiel am Sonntag um mich herum ist, bezogen auf meine handballische Leistung, nicht so sehe. Also ich sehe mich nicht auf dem Level, dass ich sage, ich bin, wie wir eben gerade schon besprochen haben, dass ich immer gut bin, dass ich immer Top-Leistung bringe. Da bin ich einfach noch nicht, und da muss ich weiter an mir arbeiten. Und ja, aber die Erwartungshaltung steigt natürlich, wobei ich auch ehrlich sagen muss, dass ich noch nie von Kindern irgendwas Schlechtes gehört habe. Ich könnte das schlechteste Spiel auf der Welt machen, und trotzdem wird mir danach gesagt, ey, super Spiel. Und das ist natürlich was Schönes und einfach diese pure Freude und Spaß, Begeisterung für den Handball. Ich finde, das macht es aus und das macht mich dann auch echt glücklich, und das probiere ich auch zu genießen. Ich schweife gerade ein bisschen aus. Nein, ich finde das gut. Ja, aber was ich noch sagen will, ich meine, das ist jetzt eine Phase, und irgendwann, früher oder später, wird meine Karriere auch zu Ende sein, dann ist das auch vorbei, und deshalb, ja, ich nehme das jetzt so mit und freue mich da über jedes Kind, das vielleicht mein Trikot trägt. Ich finde es vor allen Dingen schön, dass du dir auch die Zeit nimmst. Also, dass du dann halt nicht nach dem Spiel, also man kann davon ja auch genervt sein, ohne dass man das jetzt irgendwie negativ auslegen dürfte, weil es irgendwann sind einfach auch Grenzen erreicht, so die so ein einzelner Mensch, du kannst dich auch nicht teilen, so beispielsweise. Aber ich finde es toll, wie viel Geduld du dann auch einfach hast. Du gehst dann halt raus, ich glaube, du hast in München da bestimmt eine Stunde Autogramme geschrieben. Ja, natürlich, es ist auf der einen Seite, kann ich natürlich nicht alles schaffen, und manchmal fühle ich mich auch ein bisschen unter Druck gesetzt, weil ich mich einfach nicht zerreißen kann. Ich kann nicht überall sein, ich kann nicht jeden Wunsch erfüllen. Auf der anderen Seite weiß ich aber, dass vielleicht nicht jedes Kind die Möglichkeit hat, zu Handballspielen vielleicht von uns, von den Rhein-Neckar-Löwen zu kommen. Oder jetzt haben wir einmal in München gespielt, und wenn man, weiß nicht, wenn derjenige nur da die Möglichkeit gehabt hat, zu dem Spiel zu kommen und jetzt vielleicht ein Autogramm zu bekommen, dann würde ich das schon gerne erfüllen. Und wir haben ja in den Fällen auch den zeitlichen Rahmen. Ich hatte jetzt im Anschluss keine wichtigen Termine, und dann probiere ich das auch zu erfüllen. Aber natürlich kann ich nicht immer alles schaffen, und ich weiß auch, dass dann jeder auch dafür, glaube ich, Verständnis zeigt und
das wird mir auch entgegengebracht. Und natürlich versuche ich einfach, das zu machen, zu dem ich imstande bin. Ja, es ist ja bei den Spielen der Rhein-Neckar-Löwen auch so, wir sind nach wie vor ein Verein zum Anfassen. Es ist unheimlich schön zu sehen, und das sehe ich bei anderen Vereinen jetzt auch nicht so in diesem krassen Ausmaß, dass diese ganzen Kinder und Jugendlichen einfach die Möglichkeit haben, ihre Stars danach auch nach Autogramm jeweils dann zu fragen. Du warst ja nicht der einzige Löwe, es gab ja auch schon Phasen, müssen wir auch mal ehrlich sein, hat sich auch bei den Löwen wieder sehr zum Positiven verändert. Es gab Turniere, da ist nicht ein Rhein-Neckar-Löwe mitgefahren zur Nationalmannschaft. Wir sind sehr, sehr stolz, dass das jetzt wieder einige mehr sind. Du warst mit Yannick und Johnny bei der Nationalmannschaft. Über die beiden müssen wir jetzt nicht so viel sagen. Ich finde, die gehören fix in den Nationalmannschaftskader, sind da ja auch sehr, sehr erfahren. Aber wie war es denn für dich jetzt mal, die A-Nationalmannschaft mit David Späth zu verbringen? Erstmal freue ich mich für ihn, dass er dabei war. Er hat sich, glaube ich, verdient über die Leistung, die er jetzt sehr konstant über ein halbes Jahr, vielleicht sogar ein ganzes Jahr gebracht hat. Immer wenn er gespielt hat, war er eigentlich da. Auf der anderen Seite, fand ich schade, dass Joel nicht dabei war. Ich glaube, er hätte es auch verdient gehabt und wird da sicherlich hoffentlich auch seine Chance, hoffentlich auch zeitnah wieder bekommen. Aber wenn wir jetzt über David sprechen, natürlich freue ich mich da extrem, einfach einen Kumpel dabei gehabt zu haben, weil ich merke ja auch, für mich ist nochmal was anderes, wenn er dabei ist. Ähnlich war es auch mit Philipp letztes Jahr im Frühjahr, im April, glaube ich, war das. Das ist einfach eine ganz andere Erfahrung für mich. Da bist du die ganze Woche eigentlich mit einem Kumpel auf dem Zimmer und nimmst alles ganz anders wahr, weil du weißt, du kannst aufs Zimmer kommen und hast da deinen Spaß, bist ja unter Freunden irgendwie, und deshalb schon, aber generell mache ich da, glaube ich, oder habe ich eine Entwicklung durchgemacht in, ja, mit dem Thema Nationalmannschaft, weil ich kam ja als relativ junger Spieler dazu, der eigentlich niemanden kannte. Zu der Zeit war der nächstjüngste war häufig Goller, der 3-4 Jahre älter ist als ich, und dann kam schon Timo, und dementsprechend war ich immer so ein bisschen raus aus der Gruppe, beziehungsweise habe damit mit Idolen bzw. Vorbildern aus der Bundesliga zusammen gespielt, trainiert, die ich ja gar nicht kannte und die auch alterstechnisch, wie gesagt, relativ weit von mir weg waren. Und so hat sich das jetzt alles anders entwickelt. Viel mehr Jüngere sind dabei. Ja. Jetzt sind Kumpels dabei, Leute, die ich aus dem Verein kenne, und man entwickelt ja auch andere Beziehungen zu den Leuten. Ich habe mich mit Erik Wuttke unterhalten, und zwar über das Thema, ob die jüngeren Spieler auch noch Aufgaben bekommen, also ob die dann auch mal die Bälle tragen müssen und sowas alles. Und Erik Wuttke hat mir sinngemäß gesagt, der glücklichste Mensch momentan in der Nationalmannschaft müsste Juri Knorr sein, weil er über die längste Zeit, die er sich erinnern kann, diese Aufgaben übernehmen musste, bis dann wieder Jüngere nachgekommen sind. Freust du dich auch aus der Perspektive, dass David jetzt dabei ist und die Bälle tragen darf? Ich glaube sogar, Nils hatte die jetzt, Nils Lichtlein. Ah, okay. Aber ich glaube, wir haben da echt, es hört sich jetzt immer so blöd an, aber ich glaube, in der Mannschaft ist es auch so, und die Generation, die jetzt auch nachkommen, die dann vielleicht zu den älteren Generationen gehören, glaube ich, treiben nicht mehr dieses krasse Hierarchie-Denken nach vorne, dieses, okay, der junge Spieler muss das und das alles machen und der muss die Bälle tragen und immer alles alleine machen, so ist es nicht. Also jeder packt damit an, wenn du aus dem Bus aussteigst, nimmt's jeder, auch Johannes Goller, der mittlerweile Kapitän ist, nimmt's für selbstverständlich, dass er auch zu Rainer, unserem Busfahrer, geht oder unseren Physiotherapeuten oder unseren Ärzten und dort den Koffer abnimmt. Und das gehört einfach dazu, und das macht, glaube ich, auch die Mannschaft aus, weil wir, glaube ich, sehr viele einfach gute Charaktere, einfach gute Menschen da drin haben. Und natürlich sind sich die jungen Spieler auch bewusst, dass sie auch in dem Bereich Verantwortung tragen und natürlich in eine neue Mannschaft reinkommen und da sich auch erstmal zurechtfinden müssen. Aber ja, wir haben zum Glück nicht dieses krasse Jung und Alt. Wie viel musst du dann dem David zeigen? Wie sehr musst du den auch so ein bisschen an die Hand nehmen? Weil es ist ja wirklich eine schöne Situation in dem Fall. Aber wie viel muss man dann so einem jungen Kerl auch erklären? Wie läuft der Hase? Ja, ich glaube, David, als erstmal auf dem Handwerk fällt, muss ich ihm nicht so viel erklären. Das war jetzt schon auch eher für dein Unternehmen. Ich weiß natürlich, aber das ist ja nun mal das Wichtigste, und er ist da schon relativ reif,
seine Leistung zu bringen oder einschätzen zu können, was notwendig ist an einem Spieltag. Und da unterscheidet sich das, glaube ich, nicht so sehr von dem, was wir bei den Löwen oder im Verein haben. Und im Drumherum, ich glaube, er merkt auch, dass es eigentlich entspannter ist, als man vielleicht denkt. Also wenn man das erste Mal dabei ist, natürlich muss man sich erstmal ein bisschen zurechtfinden und ein bisschen mehr verstehen, wie die Dinge laufen. Aber wir haben da wirklich eigentlich ein relativ positives Umfeld, das sich auch entwickelt hat, wo sich der Kern der Mannschaft ja auch verändert hat. Und ja, vielleicht ist es bei mir jetzt so, dass ich ein bisschen erfahrener geworden bin, aber ich habe das Gefühl, dass viele Spieler auf einer Ebene sind. Wir haben natürlich ein paar Jungs, die jetzt, weiß nicht, jetzt wenn Heine dabei ist oder Johnny, die schon ein paar mehr Spiele auf dem Buckel haben und mehr erlebt haben, aber sonst haben wir ja viele aus dem Kern und auch die Jüngeren, die jetzt dazukommen, die eigentlich so eine Generation sind und die Dinge ähnlich wahrnehmen und ja, weiß nicht, sich auch im Alltag oder wenn wir uns im Hotel bewegen, einfach ähnliche Sachen im Kopf haben und auch wissen, wie Dinge zu laufen haben. Hast du bei ihm so ein bisschen so eine Entspanntheit festgestellt, dass es jetzt auch wirklich so weit war? Weil er war ja schon mal für die A-Nationalmannschaft nominiert, Entschuldigung. Und damals, wissen wir alle, ist das verletzungstechnisch nicht dazu gekommen. Hast du auch so ein bisschen gemerkt, dass er jetzt auch so, es ist jetzt wirklich so weit, er macht jetzt wirklich sein Debüt, dass da von ihm auch was abgefallen ist? Also erstmal, er betont ja immer, dass er sich freut, besonders Vorfreude empfindet. Bei mir ist ja, ich bin schon der nervösere Typ, während er relativ entspannt eigentlich immer ist vor Spielen. Da bin ich eigentlich derjenige, der aufgeregter ist, obwohl ich vielleicht auf dem Blatt Papier erfahrener bin. Aber ich glaube, der Moment, als er dann in die Halle eingelaufen ist, das war schon was Besonderes für ihn. Und als er am ersten Spiel dann reinkam, war er vielleicht auch ein bisschen nervöser als sonst, aber wir kennen ihn ja mittlerweile. Er hält dann trotzdem seine Bälle. Wahnsinn, und ist dann da, emotional. Und ich glaube, sobald er eine Hand an den Ball bekommen hat, dann ist er voll da und genießt das. Und das ist ja auch das, was er einfach transportiert. Vielleicht besser als jeder andere von uns, diese Emotionen, diese Begeisterung für den Sport. Und weiß nicht, das bewundere ich auch an ihm, diese Freude, jeden Tag hinzugehen und einfach Spaß daran zu haben. Also das ist wirklich heftig. Also er war von den drei Torhütern da vor Ort ganz klar der Stärkste. Man muss ja immer dazu sagen, bei Silvio Heinevetter, also ich glaube, der hat seinen Hochzeitstermin nicht umsonst dahingelegt gehabt. Ich glaube nicht, dass er damit gerechnet hat, dass er dabei ist. Aber verdient. Die Quote in der Liga ist absolut in Ordnung. Andi Wolf war jetzt das erste Mal wieder mit dabei. Das ist, glaube ich, für Handball-Deutschland eine gute Nachricht, dass er wieder mit dabei ist. Aber David Späth war von 0 auf 100 der beste Torhüter in diesem Dreiergespann, in beiden Spielen. Und da geht einem echt einfach das Herz auf, wie ehrlich der sich freut über einen gehaltenen Ball. Manchmal denke ich mir, hat er noch im Kopf, dass das Spiel eventuell weitergeht? Ich hoffe ja. Ja, aber wir müssen auch ein bisschen auf dem Boden bleiben. Ich meine, voll. Er hat jetzt wirklich eine konstant sehr gute Phase. Er macht es wirklich sehr gut auf sehr hohem Niveau, was wirklich nicht zu erwarten ist bei so einem jungen Spieler, aber da habe ich vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung als er. Du bist sehr schnell für Leistungen, bei denen ich jetzt sage, er hat gut gehalten bei den beiden Spielen, aber ich sage das als Freund und als Kumpel und ich glaube, er kann das auch gut einschätzen. Aber das waren ja gar nicht seine Top-Leistung. Also wir haben ja schon ganz andere Sachen bei den Löwen gesehen und da kann man wirklich sagen, okay, krass. So, aber das waren jetzt gute Leistungen bei den ersten Spielen, super. Aber natürlich ist die Wahrnehmung jetzt bei der Nationalmannschaft besonders nochmal eine andere. Du bist sehr schnell, gerade wenn du als junger Spieler reinkommst und das gut machst, sehr schnell auf eine Ebene gehoben, die du vielleicht noch nicht ganz erfüllen kannst. Und die du dann aber von der erwartet wird, dass du sie bestätigst. Genau, und vielleicht wenn du bei deinem 8. Spiel auch nur 8-9 Bälle hältst, 30% hältst, dann wird vielleicht nicht mehr gesagt mega, 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 sondern dann werden andere Fragen gestellt und dann kommen andere Kommentare und den Prozess muss er auch durchlaufen. Ja. Ich glaube, er weiß es auch und ist sich dem bewusst und ich glaube auch gar nicht, dass er seine positive Art verlieren wird. Er wird das machen, aber ja, diese Zeiten werden auch kommen, deshalb müssen wir alle ein bisschen vorsichtig sein mit all diesen Themen, weil er hat gut gehalten und so, aber es sind auch nur Spiele, jetzt zwei Spiele gegen Ägypten gewesen. Und wenn er 20 Bälle gegen Kiel hält, dann sage ich auch, ey, Wahnsinn. Aber das ist normal. Also das sehe ich jeden Tag von ihm. Und
Jetzt kommt es einfach darauf an für ihn, aber weiß nicht, damit muss jeder Profisportler klarkommen, dass der Druck von den Medien, desto höher man kommt, einfach größer wird und dass man da konstant bei sich bleibt. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass, ich meine, Andi kam jetzt direkt aus einer großen Verletzung, durfte das erste Mal ein paar Minuten spielen, war super, dass er überhaupt dabei war, dass er die Woche mitgemacht hat und der hat es gezeigt über Jahre. Nein, Vetter hat es auch über Jahre gezeigt und ja, natürlich müssen wir jungen Spieler da auch erstmal hinkommen und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass Joel da dann auch noch dazu stößt. Also die Chancen für die EM werden nochmal neu gemischt, sicherlich. Bei David ist ja das Interessante, ich weiß nicht genau, ob er sich selber immer so Genüge tun kann, ob er selber es schafft, auch mal zufrieden zu sein mit gewissen Dingen, mit gewissen Leistungen, weil ich zum Beispiel auch niemals vergessen werde, wie er nach dem WM-Finale gerade das Ding geholt, diesen Titel geholt und sich da dann so hinstellt, auch in Interviews und sowas sagt wie, ja, das war heute war ich gar nicht so zufrieden mit mir, wo ich mir denke, jetzt freut dich doch einfach mal darüber, dass ihr diesen Titel geholt habt, weil das war auch gar nicht so einfach. Jeder hat ja gesagt, ihr müsst den holen. So, dieser Druck, es gibt ja gewisse Handball-Experten in Gänsefüßchen, die ja von Anfang an gesagt haben, das ist eine schlechte Truppe, wenn sie es nicht holen. Und das ist ja dann der genau falsche Stress, der genau falsche Druck. Darf sich nicht einfach anstecken lassen, finde ich. Ja, ich finde es brutal schwer. Ich meine, die Mannschaft hatte die Qualität, die U21, weiß nicht, einfach eine klasse Mannschaft, die das Ding ja dann auch relativ locker in Anführungszeichen gewonnen hat, aber natürlich ist es nicht einfach, wenn diese Maßstäbe gesetzt werden und diese Maßstäbe setzt David ja auch bei sich selber an und er hat diesen allerhöchsten Anspruch. Ich glaube schon, dass er sich freuen kann. Ich glaube schon, dass er sich freut über, weiß nicht, jetzt Leistung bei der Nationalmannschaft, die super waren. Aber er ist sehr anspruchsvoll und ist, glaube ich, da auch sein größter Kritiker. Und ja, aber ich glaube, da wird er seinen Weg gehen. Er wird jetzt seine Erfahrung machen. Und was ich mir bei ihm halt immer wieder denke, er ist einfach so talentiert und stellt sich ins Tor, wie wir jetzt schon die ganze Zeit sagen, und wird seine Bälle halten. Und ich glaube, da muss er sich keine Sorgen machen oder müssen wir uns keine Sorgen machen. Aber natürlich wird jetzt mehr auf ihn zukommen, wie jeder gute junge Spieler diesen Prozess durchlaufen muss, wird er das auch machen und trotzdem seinen Weg gehen. Abschließend, wir sind einfach sehr stolz, euch bei uns zu wissen. Bei dir, bei David, diese ganzen jungen Kerls, auch unsere, wir hatten ja jetzt die beiden Außenspieler hintereinander, Zacharias und Morey im Podcast. Ist einfach schön zu sehen, dass ihr alles auch menschlich einfach geile Typen seid. So, weil das Handballspielen ist das eine, das Menschliche ist einfach was, was uns hier einfach sehr stolz macht, dass ihr bei uns seid. Jetzt haben wir ganz schön viel über David gesprochen. Er stellt auch übrigens gleich noch eine Frage. Bin ich sehr gespannt drauf. Das Rekordspiel im Januar, das kommt langsam schon auf uns zu. Es sind schon nur noch 2 Monate bis zur Europameisterschaft. Sicherlich ja für dich auch ein erstes riesengroßes Highlight in deiner Karriere. Was gibt es Geileres, so ein Riesenturnier in Deutschland zu spielen? Es geht dann direkt mal gegen Andi Schmieds Schweizer. Ist das was Besonderes für dich? Erstmal ist natürlich vielleicht nicht das erste Highlight, aber ich fand unseren Pokalsieg auch gar nicht so schlecht. Ja, du weißt bestimmt, wie ich es meine. Ich glaube, Nationalmannschaft, also das hörst du ja von den 2-7ern Weltmeistern ja auch immer nochmal, dass diese Turniere im eigenen Land, klar, die kommen ja nicht so oft. Ich merke das ja jetzt, weiß nicht, wenn wir jetzt in Ulm war, auch echt cool. Mhm. Aber München war richtig geil. Ja, die Halle ist aber auch schön. Ich habe noch nie in der Olympiahalle gespielt. Nicht? Nee, ah, okay. Ich finde es echt eine geile Halle. Also erstmal, ganz Olympiapark draußen ist ja schon echt, wirklich, muss man sagen, langfristig damals gedacht und echt ein cooles Projekt, das sich so lange modern gehalten hat. Und die Halle mit einem Rang, der hochgeht, ist richtig geil. Also unpopuläre Meinung von mir, ich finde es gar nicht so schlimm, dass dieser Betonbunker daneben dran, der da neu gebaut wird, nicht fertig geworden ist, weil nur deshalb spielen wir die EM ja in der Olympiahalle. Der SAP-Garten? Genau. Ja, also Betonbunker, ich meine, unserer ist am Ende auch ein Betonbunker, aber es ist was, ich finde, so eine Olympiahalle hat einen ganz anderen Charme als eine SAP-Arena, weil das ist einfach anders geplant, anders gedacht, irgendwie hat das Ding einfach Geschichte. Also ich weiß nicht, bist du oben mal durch diesen Umlauf gelaufen? Nee, bin ich der ist
der hat Kopfsteinpflaster. Okay. Eine Halle innen drin mit Kopfsteinpflaster. Daran merkst du, da hat sich einer richtig Gedanken gemacht in den 70ern. Das ist einfach Kult, das Teil. Ja, hat absolut Charme, aber keine Ahnung, diese modernen Arenen sind auch cool. Also voll. SAP Arena ist richtig cool. Langsess Arena, weiß nicht, und SAP Garden, weiß nicht, da spielen ja erstmal die Basketballer, glaube ich, in erster Linie. Vielleicht haben wir da auch mal ein Länderspiel oder vielleicht gibt es ja irgendwann mal Bayern München Handball. Och Gott, bitte. Gott bewahre uns vor warum? Sowas. Warum? Warum? Das ist ja für den Handball mega. Was ist denn jetzt, was ist denn Bayern Basketball gut für den deutschen Basketball? Okay, du bist Experte da, ne? Ich würde gerne mal von dir jetzt hören, was glaubst du, was Bayern Basketball dem deutschen Basketball Gutes getan hat? Würde mich jetzt mal interessieren, weil da kommt es ja her so ein bisschen wahrscheinlich. Also erstmal glaube ich ein Spitzenverein mit finanziellen Möglichkeiten, um auch in der Euroleague langfristig mal was zu reißen. Mhm. Das haben die deutschen Vereine nicht so geschafft. Ja, und ich glaube einfach eine andere Markenpräsenz im deutschen Basketball. Einfach ein großer Name, der über die Grenzen des deutschen Basketballs hinausgeht. Und genauso wie Real Madrid Basketball eine große Nummer ist, wenn Luka Doncic da im Sommer kommt, dann ist das schon krass. Und wenn wir vielleicht mal einen deutschen Basketballer hätten, der bei Bayern München rauskommt und dann in die NBA geht, das wäre schon cool. Und so ein Name Bayern München zieht natürlich noch mal ein bisschen mehr als, weiß nicht, bei allem Respekt vor Ratiopharm Ulm, die jetzt sind Deutscher Meister, ja. Ist natürlich Bayern München durch den Fußball nochmal eine ganz andere Marke. Das, ich glaube, das Schlimme ist so ein bisschen, dass das in der Basketball-Bundesliga auch viele gedacht haben, dass das so kommt. Der Punkt, also die Realität ist aber tatsächlich eine andere. Die Realität ist, dass Bayern Basketball schon viele, viele Jahre hintereinander wettbewerbsverzerrend in den Abstiegskampf eingreift, weil sie auf einmal, weil es denen gerade nicht in Kram passt. Also das waren wirklich Dinge, die haben mich schockiert, dass sowas dann möglich ist in einer deutschen Profiliga. Sie sind zu Auswärtsspielen ohne Cheftrainer und ohne ihre 6 besten Spieler angereist, zum Beispiel damals nach Oldenburg, haben das Ding krachend verloren, es war denen scheißegal. Und das sind so Momente gewesen, sie haben dann gegen jeden der letzten 3 in der Tabelle verloren, außer gegen einen dann, der dann einfach benachteiligt war. So, weil du spielst dann gegen Bayern München in einer Phase, in der die sich auf die Playoffs in der Euroleague vorbereiten, die sie im Übrigen in ihrer Vereinsgeschichte auch erst, ich glaube, 1 oder 2 Mal erreicht haben. Also dieser europäische Effekt, der hat sich noch nicht so ganz eingestellt. Deswegen, ich sehe genau dieses Beispiel Bayern Basketball so kritisch und hoffe wirklich sehr, weil wir haben stark, unsere Marken im deutschen Handball, finde ich, sind stark genug. Mhm. Wir brauchen keine, Dominik Klein würde mir wahrscheinlich was an den Kopf schmeißen, weil der hat da ja, glaube ich, lange dran gebaggert. Aber auch spätestens die Aussage von Uli Hoeneß, der hat sinngemäß gesagt, Handball ist ein Bauernsport und außerhalb von Deutschland interessiert sich kein Mensch für Handball. Das war Aussage aus der Süddeutschen Zeitung. Ich glaube nicht, dass das die Handball-Bundesliga weiterbringen würde. Anders wäre es natürlich, wenn Schalke es machen würde, dann fände ich es natürlich geil. Also ich würde da, ich finde, man sollte da nicht so gegeneinander anreden. Das ist eine schöne Diskussion gerade. Ich finde es ja auch mal interessant, man kann ja auch mal über so Themen diskutieren. Aber ich finde grundsätzlich, wir sind eine starke Randsportart, muss man ja sagen. Natürlich sind wir präsent in Deutschland, aber nicht annähernd so wie der Fußball. Und deshalb finde ich, sind das schon Möglichkeiten, wenn so ein Projekt Bayern München Handball irgendwann realistisch sein sollte, finde ich, sollte man das schon vorantreiben, weil ich glaube, ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so tief drin in der Materie, auch beim Basketball, aber ich glaube schon, dass das nochmal ein Zugpferd auf einem anderen Level sein könnte, genauso wie es, natürlich ist das eine ganz andere Historie, aber Barcelona Handball ist oder, wobei das ist ja gar nicht so eine Historie bei PSG Handball. Und da muss man ja schon sagen, PSG ist eins der größten Projekte im europäischen Handball und da auch ein Zug fährt, wenn du bei Social Media reingehst, die Followerzahlen von PSG sind noch ein bisschen höher als bei anderen etablierten, vielleicht mit Vereinen mit mehr Historie. Ja. Und als Sportler finde ich's cool, aber natürlich spielen da so viele Themen rein und jeder wird immer seine eigene Meinung haben, aber ich finde, man sollte immer
weiß nicht, zumindest in Austausch gehen und wenn solche Projekte realisierbar sind, weil man merkt ja auch immer wieder beim Handball, dass gewisse Projekte auch immer wieder wegbrechen, die vielleicht nur auf ein, zwei Säulen gebaut sind. Ja, ich finde es immer spannend, wenn man dann da verschiedene Meinungen zu hat, dann finde ich so eine Diskussion immer relativ spannend. Es ist in dem Fall, ich finde, dass die Handball-Bundesliga einfach geil ist. Und wenn ich sehe, dass das Handball insgesamt, was für eine Aufmerksamkeit der Handball hat. Findest du das, jetzt machen wir wahrscheinlich einen riesen Fass auf. Das ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Scheiße, ich muss aufpassen, was ich sage. Nein, musst du nicht. Es ist also, aber das System Handball-Bundesliga, ja. Findest du das so attraktiv? Naja, es ist zumindest, und das deswegen glaube ich, braucht es so ein Team nicht. Es ist ja das attraktivste. Jetzt die Bayern München, aber ich finde vom Modus, also ich weiß, dass wir da ein riesiges Fass aufmachen. Wir haben sau viele Spiele. Wir haben einen Spielplan, der von August bis Juni geht. Mhm. Sehr lang, sehr wenig Pause. Was krass ist, worüber man auch diskutieren kann, irgendwie die Spiele zu verkürzen. Aber ich finde, ein Problem der Handball-Bundesliga ist, dass du immer so ein großes Mittelfeld hast. Du hast immer drei Teams vielleicht, die Meister werden können. Am Ende sind es vielleicht auch nur zwei jede Saison. Wir haben jetzt vier Top-Teams, die den Anspruch haben. Aber da kommt keine andere Mannschaft rein. Und auch, es sind immer die gleichen Mannschaften von den drei, vier eigentlich in der Champions League. Mhm. Und Euroleague kommen mal verschiedene Mannschaften rein, aber ich finde es einfach enorm attraktiv, wie es in Skandinavien ist, in Dänemark und Schweden mit dem Playoff-System und auch BBL finde ich richtig geil, dass so eine Mannschaft wie Ulm das schaffen kann und dann deutscher Meister wird. Und natürlich muss man darüber diskutieren, nicht noch mehr Spiele, es ist mir alles bewusst und ich weiß, dass es extrem schwierig umzusetzen ist, aber ich finde es schon cool, wenn, weiß nicht, ob wir das jetzt sind, vielleicht in der Saison, in der wir nicht so gut sind, wie vor letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wenn wir Zehnter werden, aber vielleicht dann doch auch Chance haben, irgendwie in die Playoffs zu kommen, wenn es das geben würde. Verstehe. Und dann, dass man nochmal die Chance hat. Also natürlich kann man, weiß nicht, das ist, aber dass man da ein bisschen, da ich verfolge ja sehr viel amerikanische Sportarten und dass man da ein bisschen vielleicht kreativer manchmal ist. Die haben jetzt einen neuen NBA Cup eingeführt, einfach um das ganze Produkt attraktiver zu machen. Dann, weiß nicht, das sind natürlich andere finanzielle Möglichkeiten, aber die versuchen alles, um das, weil wir sind Unterhaltungsbranche. Das ist voll. Wir sind ein Produkt, das du verkaufen musst. Und ich weiß nicht, ich finde das schon. Also ich bin derselben Meinung wie du, das amerikanische Sportsystem ist das Beste der Welt. So, weil da werden die Talente viel fairer verteilt. Allein das Drafting-System ist genial. Das Problem ist halt natürlich einfach, wir sind hier viel zu gesetzt in Europa, als dass man irgendwann mal sagen könnte, wir machen das jetzt so. Das ist nicht umsetzbar. Genau, das ist nicht umsetzbar. Deswegen geht aber da schon ein Teil der Spannung verloren praktisch. So, dann ist natürlich diese Gleichbehandlung mit Cap Space und Co. ist auch ein riesengroßes Thema, weil es da solche Fälle wie Melsung und Co. halt einfach nicht gibt. Das ist nicht umsetzbar. Und Playoffs fände ich super spannend, ehrlicherweise. Fände ich gut. Haben wir auch mit Andy Schmid schon oft an dieser Stelle darüber diskutiert. Ich fände Playoffs sehr, sehr spannend. Dann müsstest du aber zwingend die Liga kleiner machen. Was ich jetzt gar nicht so falsch fände, weil es ist jetzt vielleicht dieses Jahr mal eine Ausnahme, aber ansonsten gehen die Aufsteiger alle direkt wieder runter. So, Hamburg. Natürlich gibt es Gummersbach, Hamburg schon positive Punkte. Aber es sind ja auch keine. Langfristig gut machen. Aber keine typischen Aufsteiger. Also ist jetzt nicht wie Hamm. Hamm ist so ein Zweitligist, der kommt hoch und die wissen ganz genau, sie machen das ein Jahr lang und dann gehen sie wieder runter. Genauso wie das viele andere vor Hamm und nach Hamm auch wieder so gehabt haben. Da war mal Coburg oben, die sind alle mal für ein Jahr oben und dann wissen die aber auch ganz genau, die gehen auf jeden Fall wieder runter. Und wenn man die Liga kleiner macht, wäre das vielleicht ja dann nicht mehr so, weil dann nur noch die starken Aufsteiger dann auch, dann hättest du vielleicht mal einen größeren Wechsel innerhalb der Liga. Mhm. Spannend fände ich es auf jeden Fall. Nur ich weiß halt nicht, ob es dann noch ein weiteres Zugpferd braucht, weil ich glaube, dass unsere... Bist du immer noch bei Bayern? Nein, aber so sind wir ja auf dieses Thema gekommen. Also, dass sich die Liga Gedanken machen muss, ist für mich eh klar. Einfach innovativ denken. Einfach, der Druck kommt ja auch, weil die Champions League bläht sich immer weiter auf und will sich ja auch immer weiter als Zugpferd in Europa, wie die Euroleague. Ich glaube, dass die Euroleague im Basketball eine Art Vorbild für die Handball-Champions League ist. Mhm. Nur wenn wir jetzt im Handball noch eine komplette Liga spielen würden, das ist ja die Euroleague, das ist ja schon krass, das ist ja eine 14er Liga, glaube ich. Das heißt 13 Mal Hin- und Rückspiel, 26 Spiele on top. Ja. Das wäre ja Wahnsinn. Aber es ist natürlich auch anders im Basketball. Ne? Also NBA spielst du auch 82 Spiele in 5 bis 6 Monaten,
jeden zweiten, dritten Tag und ist eine andere Belastung, auch eine hohe Belastung, aber eine andere Belastung, nicht ganz so körperintensiv, und die Basketballer zeigen ja, dass das möglich ist. Also es ist krass, und darüber wird ja auch viel geredet, dass 82 Spiele vielleicht zu viel sind, aber ja, wir Handballer schaffen es ja auch. Also ich weiß nicht, ob wir es besser machen, indem wir unsere Vorbereitung beginnt Mitte Juli, mhm, und die Saison endet Mitte Juni. Das sind, weiß nicht, jetzt hast du noch ein Olympia-Jahr. Du spielst jedes Jahr im Januar ein großes Turnier. Das ist Wahnsinn. Und ich meine, ich bin jetzt ein Spieler, der das jetzt vielleicht im zweiten Jahr so mitmacht, das zweite Jahr jetzt mit Europacup. Und da gibt es ganz andere, die das seit Jahren durchziehen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das möglich ist. Aber ich denke nicht, dass man sich auf dem, was man hat, ausruhen darf. Weil ich glaube schon, dass da sehr viel Spielraum für... Ja. Einerseits Attraktivität, aber auch einfach Optimierung. Aber ich denke nicht, dass die Handball-Bundesliga das System ist, das sich verändern sollte. Ich glaube, dass wir beispielsweise auf den Fußballermodus umsteigen müssten, und zwar dringend, nämlich nicht mehr jedes Jahr im Januar. Nee. Ach so. Nicht mehr jedes Jahr im Januar ein Turnier zu haben. Das ist auch einfach zu viel. Das ist einfach too much. Klar, ein Weltmeistertitel ist immer geil, aber andererseits, alle zwei Jahre wird Dänemark Weltmeister, und die Situation ist ja jetzt gerade so. Und es ist irgendwie, eine Weltmeisterschaft ist ja irgendwie auch nichts Besonderes mehr, und das führt dann ja wiederum auch zu so einem Fall Pekeler. Der ja, ich meine, jetzt wäre er ja, er wäre ja vielleicht jetzt, hatte sich ja jetzt auch überlegt, nochmal wieder zurückzukommen, aber dass ein Handballer sagen kann, boah, dann spiele ich jetzt halt mal nicht zwei Großturniere, so, dann habe ich halt mal zwei Großturniere nicht gespielt. Ich kann 20 vielleicht nicht, aber 15 Großturniere in meiner Karriere spielen, wenn ich es halbwegs clever anstelle. Ja. Ich weiß halt nicht, ob der Handball da in der Position ist, wie der Fußball. Ich weiß nicht, da spielen so viele Parameter rein. Das sind natürlich auch viele finanzielle Faktoren. Aber das ist natürlich auch ein Thema, über das man reden kann. Aber da sind so viele Themen. Und ich finde einfach, dass man da immer wieder in Diskurs gehen kann. Da sind so viele Parteien, die mit am Tisch sitzen. Und deshalb weiß ich, dass es unfassbar schwierig ist, da einen Konsens zu erreichen. Aber ja, ich finde, man sollte weiter innovativ denken, und da nehme ich gerne NBA, NFL als Vorbild, einfach um Dinge attraktiver zu gestalten. Absolut, ja. Andererseits, was würdest du sagen, wenn also das finde ich jetzt gerade in der NFL so krass, dass dann einfach Spitzenteams die Spiele in Deutschland austragen müssen. Klar, hier voll der Hype, alle finden es geil. Ja. Aber wenn dir jetzt morgen einer sagt, pass auf, Löwen gegen Kiel, Topspiel, findet übrigens jetzt in Saudi-Arabien statt. Das ist ja wiederum was anderes. Also da begeben wir uns, glaube ich, gerade auf politische Ebenen. Ja, oder lass es in. Noch schon mal. Überleg dir mal, wir würden morgen sagen, wenn es jetzt in Paris stattfinden würde. Nee, aber lass uns doch das Beispiel mal genau zurückspielen. So, weil die USA Handball größer machen will, spielen die Löwen gegen Kiel jetzt einfach mal aus Spaß im Staples Center in L.A. Gut, die Halle wäre wieder geil. Doch Wahnsinn, oder? Ja, aber dann will ich aber sehen, mit was für einer Energie du dann eine Woche später in Lissabon spielst oder drei Tage später. Löwenfunk, der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen, präsentiert von der WTG-Gruppe mit Host Kevin Gavin. Hallo liebe Löwenfans, willkommen zu Folge 83 des Löwenfunk, dem Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen. Wir haben eine Woche Pause gemacht, der Grund liegt auf der Hand. Unser Gast war einfach nicht da, nicht verfügbar für uns, hatte Besseres zu tun, als hier in Kronau zu trainieren. Das ist in dem Fall auch tatsächlich die Wahrheit. Darüber und über vieles mehr reden wir mit unserem Spielmacher. Willkommen, Juri Knorr. Hallo, moin moin. Löwen aktuell. Ja, wer noch mal reinhören möchte, in den Folgen 41 und 67 war Juri ja schon einmal zu Gast. Das ist dein dritter Besuch bei uns. Du hast uns ein schönes Andenken mitgebracht aus München. Was ist denn da an deinem Hals los? Ja, die waren ein bisschen kratziger unterwegs, die Ägypter. Und ja, das ein oder andere Andenken durfte ich mitbringen. Und es wurde verwechselt mit anderen Sachen. Wie? Ja, wir können das ehrlich sagen. Es sieht aus wie ein Knutschfleck. Ist es nicht. Ist es nicht. Ja, du bist auch nicht der Einzige. Ich glaube, also ich habe es von Weitem, ich war ja auch in München, von Weitem gesehen. Ich glaube, Johannes Goller hatte auch einmal so einen riesigen Strich hier runter. Also die Ägypter waren tatsächlich eher körperlich unterwegs. Ja, doch. Ja, es ist eine sehr stabile Mannschaft. Ziemlich gewachsen in den letzten Jahren. Und
einfach ja, im Welthandball etabliert, auch wenn sie viele Spieler nicht dabei hatten, die eigentlich für sie auch wichtige Stützen sind. Spielen sehr physisch und bringen einiges mit und haben uns viel abverlangt. Und natürlich glaube ich, dass wir die Spiele schon ein bisschen deutlicher gestalten können, ein bisschen konsequenter sind und ein bisschen stabiler in unserem gesamten Spiel. Aber so ist es. Ja, also ich hatte eigentlich gehofft, dass wir schön zwei entspannte Länderspiele haben werden zusammen. Erst Freitag in Neu-Ulm, wie man ja immer sagen muss. Da muss ich mich immer erst ein bisschen dran gewöhnen. Und dann am Sonntag in München. Es sah ja auch zwischendurch immer mal wieder so aus, als könnte es ein lockeres Spielchen werden, aber dann nicht. Lag das auch so ein bisschen daran, dass Alfred auch viel ausprobiert hat? So viel hat er ja gar nicht ausprobiert. Also wir haben ja schon eigentlich mit Spielern gespielt, die sich jetzt schon ein bisschen länger kennen. Natürlich, man hat sich jetzt wieder fast ein halbes Jahr nicht gesehen und hat dann nur eine Woche, die natürlich auch anstrengend ist. Und dann fährt man da nach Neu-Ulm und natürlich ist man auch ein bisschen aufgeregt. Das ist ein bisschen der Startschuss zur Europameisterschaft, die jetzt wirklich immer näher rückt. Und natürlich ist es auch in den Köpfen. Und wir kommen in beide Spiele eigentlich gut rein. Im ersten Spiel gerade die Anfangsphase, im zweiten die ganze erste Halbzeit eigentlich, aber schaffen es halt nicht, in beiden Spielen das konstant über die ganzen 60 Minuten zu bringen. Und da muss man sagen, haben die es natürlich auch gut gemacht, aber wir auch nicht gut genug, dass wir jetzt sagen können, das war jetzt ein Ausrufezeichen. Am Ende gab es praktisch 3 Punkte, auch wenn es Freundschaftsspiele waren, ein Unentschieden, ein Sieg und viele Erkenntnisse auch. Ja, natürlich. Ich glaube schon, die Trainingswoche hat viel Positives mitgebracht. Aber Spiele sind dann immer noch mal was anderes. Ja, also was ich eben gerade schon gesagt habe, es hat uns ja schon gezeigt, dass wir schon noch einen Weg vor uns haben. Und natürlich wird es noch mal was anderes sein, wenn wirklich das Turnier dann losgeht, wenn man wirklich dann da auf der Platte steht. Aber wir haben halt gesehen, dass wir das nicht von alleine läuft, dass wir nicht 60 Minuten einfach machen können und wir werden am Ende schon mit 10 Toren gewinnen. So weit sind wir nicht. Da sind andere Mannschaften besser momentan und müssen weiter arbeiten. Und natürlich bleibt wenig Zeit und wir sind natürlich auch darauf angewiesen, dass dann eine Euphorie entsteht in Deutschland bei uns in der Mannschaft und das müssen wir mitnehmen und dann können wir auch wachsen, weil wir haben schon Qualität in der Mannschaft. Wie würdest du dein persönliches Fazit aus diesen zwei Spielen ziehen? Siehst du dich wieder in Topform? Ich muss sagen, das ganze Jahr ist ja so ein bisschen auf und ab für uns bei den Löwen auch gerade. Wir haben echt gute Spiele dabei, wenn ich jetzt an das Spiel gegen Nord denke. Auch der Supercup war eigentlich ein Ausrufezeichen von uns, dass wir hätten gewinnen oder den wir hätten gewinnen müssen. Aber schaffen es nicht, so die Konstanz reinzukriegen, beziehungsweise auch nicht diese Welle zu erwischen, die wir vielleicht letztes Jahr hatten. Das geht nicht jedes Jahr. Vielleicht ist da letztes Jahr auch viel zusammengekommen. Und auch bei mir persönlich muss ich sagen, dass vielleicht dieses Jahr noch mal mehr Themen da sind. Ist natürlich auch ein anderer Fokus mittlerweile da. Und jetzt gerade mit der Europameisterschaft nimmt es extrem viel Raum ein, extrem viele Fragen, Anfragen zu dem Thema und gar nicht so viel zu dem Tagesgeschäft, Handball-Bundesliga oder Euroleague. Und ist nicht so einfach, weil wir auch jetzt viel mehr Spieler haben und da immer seine Leistung zu bringen. Deshalb ist es bei mir auch so. Ich glaube, ich hatte gute Spiele dabei, ein paar auch weniger gute, aber ich bin zufrieden. Es hätte natürlich besser laufen können, aber ich bin mehr oder weniger gesund geblieben. Die zwei Spiele, die ich aussetzen musste, waren ein bisschen ärgerlich, aber es gehört nun mal dazu. Und auch jetzt bei der Nationalmannschaft bin ich erstmal dankbar, dass ich dabei sein durfte, dass ich dann auch relativ viel spielen durfte. Ich nehme es nie für selbstverständlich und probiere mich dann reinzuhauen und bin auch jetzt zufrieden, so wie es gelaufen ist. Aber natürlich weiß ich, dass ich auch noch Steigerungspotenzial habe und ich weiß, glaube ich, auch ganz gut, wo, in welchen Bereichen die liegen. Aber so ist es. Das finde ich eine schöne Einstellung, ehrlicherweise, dass du sagst, dass du die Länderspiele nicht für selbstverständlich nimmst. Fakt ist, es ist ein riesengroßer Hype um dich entstanden. Ich habe dir ja aus Spaß gesagt, nach dem Spiel in München, ich werde 3 Wochen von deinem Vornamen träumen. Was macht das denn mit dir, wenn du dann in so eine Halle kommst und dann schreien da, also es sind ja Hunderte deinen Namen, das hat Backstreet Boys-Züge. Das ist keine Übertreibung, finde ich. Ja, ist krass.
Ja, ich nehme das natürlich wahr, besonders nach der Weltmeisterschaft im Januar hat sich das extrem gesteigert. Das habe ich enorm gemerkt bei den ersten Spielen mit den Löwen, dann danach, wie viel es auf einmal wurde. Und in erster Linie freue ich mich natürlich darüber. Es ist eigentlich für mich die schönste Form der Anerkennung von außen. Ich betone ja häufig, dass mir Dinge, die in den Medien stehen, nicht so wichtig sind, auch wenn man die ja auch wahrnimmt. Aber das nehme ich eher negativ wahr, egal ob was Positives oder halt Negatives geschrieben wird. Aber wenn ich es nicht Kinder sehe, die mein Trikot tragen oder denen ich eine Freude machen kann, wenn ich vielleicht ein Foto mache oder eine Unterschrift gebe, dann ist das einfach was Besonderes. Und für mich das, warum ich das auch mache, also das macht mich glücklich und das macht mich auch stolz. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich mittlerweile echt, echt viel geworden und allem gerecht zu werden, ist gar nicht so einfach, zumal ich auch das, was jetzt bei so einem Spiel am Sonntag um mich herum ist, bezogen auf meine handballerische Leistung nicht so sehe. Also ich sehe mich nicht auf dem Level, dass ich sage, ich bin, wie wir eben gerade schon besprochen haben, dass ich immer gut bin, dass ich immer Top-Leistung bringe. Da bin ich einfach noch nicht und da muss ich weiter an mir arbeiten. Und ja, aber die Erwartungshaltung steigt natürlich, wobei ich auch ehrlich sagen muss, dass ich noch nie von Kindern irgendwas Schlechtes gehört habe. Ich könnte das schlechteste Spiel auf der Welt machen und trotzdem wird mir danach gesagt, ey, super Spiel. Und das ist natürlich was Schönes und einfach diese pure Freude und Spaß, Begeisterung für den Handball. Ich finde, das macht es aus und das macht mich dann auch echt glücklich und das probiere ich auch zu genießen. Ich schweife gerade ein bisschen aus. Nein, ich finde das gut. Ja, aber was ich noch sagen will, ich meine, das ist jetzt eine Phase und irgendwann, früher oder später, wird meine Karriere auch zu Ende sein, dann ist das auch vorbei und deshalb, ja, ich nehme das jetzt so mit und freue mich da über jedes Kind, das vielleicht mein Trikot trägt. Ich finde es vor allen Dingen schön, dass du dir auch die Zeit nimmst. Also, dass du dann halt nicht nach dem Spiel, also man kann davon ja auch genervt sein, ohne dass man das jetzt irgendwie negativ auslegen dürfte, weil es irgendwann sind einfach auch Grenzen erreicht, so die so ein einzelner Mensch, du kannst dich auch nicht teilen, so beispielsweise. Aber ich finde es toll, wie viel Geduld du dann auch einfach hast. Du gehst dann halt raus, ich glaube, du hast in München also bestimmt eine Stunde Autogramme geschrieben. Ja, natürlich, es ist auf der einen Seite kann ich natürlich nicht alles schaffen und manchmal fühle ich mich auch ein bisschen unter Druck gesetzt, weil ich mich einfach nicht zerreißen kann. Ich kann nicht überall sein, ich kann nicht jeden Wunsch erfüllen. Auf der anderen Seite weiß ich aber, dass vielleicht nicht jedes Kind die Möglichkeit hat, zu Handballspielen vielleicht von uns, von den Rhein-Neckar-Löwen zu kommen. Oder jetzt haben wir einmal in München gespielt und wenn man, weiß nicht, wenn derjenige nur da die Möglichkeit gehabt hat, zu dem Spiel zu kommen und jetzt vielleicht ein Autogramm zu bekommen, dann würde ich das schon gerne erfüllen. Und wir haben ja in den Fällen auch den zeitlichen Rahmen. Ich hatte jetzt im Anschluss keine wichtigen Termine. Und dann probiere ich das auch zu erfüllen. Aber natürlich kann ich nicht immer alles schaffen. Und ich weiß auch, dass dann jeder auch dafür, glaube ich, Verständnis zeigt. Und das wird mir auch entgegengebracht. Und natürlich versuche ich einfach, das zu machen, zu dem ich imstande bin. Ja, es ist ja bei den Spielen der Rhein-Neckar-Löwen auch so, wir sind nach wie vor ein Verein zum Anfassen. Es ist unheimlich schön zu sehen und das sehe ich bei anderen Vereinen jetzt auch nicht so in diesem krassen Ausmaß, dass diese ganzen Kinder und Jugendlichen einfach die Möglichkeit haben, ihre Stars danach auch nach Autogramm jeweils dann zu fragen. Du warst ja nicht der einzige Löwe, es gab ja auch schon Phasen, müssen wir auch mal ehrlich sein, hat sich auch bei den Löwen wieder sehr zum Positiven verändert. Es gab Turniere, da ist nicht ein Rhein-Neckar-Löwe mitgefahren zur Nationalmannschaft. Wir sind sehr, sehr stolz, dass das jetzt wieder einige mehr sind. Du warst mit Yannick und Johnny bei der Nationalmannschaft. Über die beiden müssen wir jetzt nicht so viel sagen. Ich finde, die gehören fix in den Nationalmannschaftskader, sind da ja auch sehr, sehr erfahren. Aber wie war es denn für dich jetzt mal die A-Nationalmannschaft mit David Späth zu verbringen? Erstmal freue ich mich für ihn, dass er dabei war. Er hat sich, glaube ich, verdient über die Leistung, die er jetzt sehr konstant über ein halbes Jahr, vielleicht sogar ein ganzes Jahr gebracht hat. Immer wenn er gespielt hat, war er eigentlich da. Auf der anderen Seite, ja, fand ich schade, dass Joel nicht dabei war. Ich glaube, er hätte es auch verdient gehabt und wird da sicherlich hoffentlich auch seine Chance, hoffentlich auch zeitnah wieder bekommen.
Ja, aber wenn wir jetzt über David sprechen, natürlich freue ich mich da extrem, einfach einen Kumpel dabei gehabt zu haben, weil ich merke ja auch, für mich ist nochmal was anderes, wenn er dabei ist. Ähnlich war es auch mit Philipp letztes Jahr im Frühjahr, im April, glaube ich, war das. Das ist einfach eine ganz andere Erfahrung für mich. Da bist du die ganze Woche eigentlich mit einem Kumpel auf dem Zimmer und nimmst alles ganz anders wahr, weil du weißt, du kannst aufs Zimmer kommen und hast da deinen Spaß, bist ja unter Freunden irgendwie und deshalb schon, aber generell mache ich da, glaube ich, oder habe ich eine Entwicklung durchgemacht in, ja, mit dem Thema Nationalmannschaft, weil ich kam ja als relativ junger Spieler dazu, der eigentlich niemanden kannte. Mhm. Zu der Zeit war der nächstjüngste war häufig Goller, der 3-4 Jahre älter ist als ich und dann kam schon Timo und dementsprechend war ich immer so ein bisschen raus aus der Gruppe, beziehungsweise habe da mit Idolen beziehungsweise Vorbildern aus der Bundesliga zusammen gespielt, trainiert, die ich ja gar nicht kannte und die auch alterstechnisch, wie gesagt, relativ weit von mir weg waren und so hat sich das jetzt alles anders entwickelt, viel mehr Jüngere sind dabei, jetzt sind Kumpels dabei, Leute, die ich aus dem Verein kenne und man entwickelt ja auch andere Beziehungen zu den Leuten. Ich habe mich mit Erik Wuttke unterhalten und zwar über das Thema, ob die neuen, die jüngeren Spieler auch noch Aufgaben bekommen, also ob die dann auch mal die Bälle tragen müssen und sowas alles und Erik Wuttke hat mir sinngemäß gesagt, der glücklichste Mensch momentan in der Nationalmannschaft müsste Juri Knorr sein, weil er über die längste Zeit, die er sich erinnern kann, diese Aufgaben übernehmen musste, bis dann wieder Jüngere nachgekommen sind. Freust du dich auch aus der Perspektive, dass David jetzt dabei ist und die Bälle tragen darf? Ich glaube sogar, Nils Lichtlein. Ah, okay. Aber ich glaube, wir haben da echt, es hört sich jetzt immer so blöd an, aber ich glaube, in der Mannschaft ist es auch so und die Generation, die jetzt auch nachkommen, die dann vielleicht zu den älteren Generationen gehören, glaube ich, treiben nicht mehr dieses krasse Hierarchie-Denken nach vorne, dieses, okay, der junge Spieler muss das und das alles machen und der muss die Bälle tragen und immer alles alleine machen, so ist es nicht. Also jeder packt damit an, wenn du aus dem Bus aussteigst, nimmt's jeder, auch ein Johannes Goller, der mittlerweile Kapitän ist, nimmt's für selbstverständlich, dass er auch zu Rainer, unserem Busfahrer, geht oder unseren Physiotherapeuten oder unseren Ärzten und dort den Koffer abnimmt. Und das gehört einfach dazu und das macht, glaube ich, auch die Mannschaft aus, weil wir, glaube ich, sehr viele einfach gute Charaktere, einfach gute Menschen da drin haben. Und natürlich sind sich die jungen Spieler auch bewusst, dass sie auch in dem Bereich Verantwortung tragen und natürlich in eine neue Mannschaft reinkommen und da sich auch erstmal zurechtfinden müssen. Aber ja, wir haben zum Glück nicht dieses krasse Jung und Alt. Wie viel musst du dann dem David zeigen? Wie sehr musst du den auch so ein bisschen an die Hand nehmen? Weil das ist ja schon, es ist ja wirklich eine schöne Situation in dem Fall. Aber wie viel muss man dann so einem jungen Kerl auch erklären? Wie läuft der Hase? Ja, ich glaube, David, als er erstmal auf dem Handwerk fällt, muss ich ihm nicht so viel erklären. Das war jetzt schon noch eher für dein Unternehmen. Ich weiß natürlich, aber das ist ja nun mal das Wichtigste und er ist da schon relativ reif, seine Leistung zu bringen oder einschätzen zu können, was notwendig ist an einem Spieltag und da unterscheidet sich das, glaube ich, nicht so sehr von dem, was wir bei den Löwen oder im Verein haben und im Drumherum, ich glaube, er merkt auch, dass es eigentlich entspannter ist, als man vielleicht denkt, also wenn man das erste Mal dabei ist, natürlich muss man sich erstmal ein bisschen zurechtfinden und ein bisschen mehr verstehen, wie die Dinge laufen, aber wir haben da wirklich eigentlich ein relativ positives Umfeld, das sich auch entwickelt hat, wo sich der Kern der Mannschaft ja auch verändert hat. Und ja, vielleicht ist es bei mir jetzt so, dass ich ein bisschen erfahrener geworden bin, aber ich habe das Gefühl, dass viele Spieler auf einer Ebene sind. Wir haben natürlich ein paar Jungs, die jetzt, weiß nicht, jetzt wenn Heine dabei ist oder Johnny, die schon ein paar mehr Spiele auf dem Buckel haben und mehr erlebt haben, aber sonst haben wir ja viele aus dem Kern und auch die Jüngeren, die jetzt dazukommen, die eigentlich so eine Generation sind und die Dinge ähnlich wahrnehmen und ja, weiß nicht, sich auch im Alltag oder wenn wir uns im Hotel bewegen, einfach ähnliche Sachen im Kopf haben und auch wissen, wie Dinge zu laufen haben. Hast du bei ihm so ein bisschen so eine Entspanntheit festgestellt, dass es jetzt auch wirklich so weit war? Weil er war ja schon mal für die A-Nationalmannschaft nominiert, Entschuldigung. Und damals, wissen wir alle, ist das verletzungstechnisch nicht dazu gekommen. Hast du auch so ein bisschen gemerkt, dass er jetzt auch so, es ist jetzt wirklich soweit, er macht jetzt wirklich sein Debüt, dass da von ihm auch was abgefallen ist? Also erstmal, er betont ja immer, dass er sich freut, besonders Vorfreude empfindet. Bei mir ist ja, ich bin schon
der nervösere Typ, während okay. er relativ entspannt eigentlich immer ist vor Spielen. Da bin ich eigentlich derjenige, der aufgeregter ist, obwohl ich vielleicht auf dem Blatt Papier erfahrener bin. Aber ich glaube, der Moment, als er dann in die Halle eingelaufen ist, das war schon was Besonderes für ihn. Und als er am ersten Spiel dann reinkam, war er vielleicht auch ein bisschen nervöser als sonst, aber wir kennen ihn ja mittlerweile. Er hält dann trotzdem seine Bälle. Wahnsinn, und ist dann da, emotional. Und ich glaube, sobald er eine Hand an den Ball bekommen hat, dann ist er voll da und genießt das. Und das ist ja auch das, was er einfach transportiert, vielleicht besser als jeder andere von uns, diese Emotionen, diese Begeisterung für den Sport. Und weiß nicht, das bewundere ich auch an ihm, diese Freude, jeden Tag hinzugehen und einfach Spaß daran zu haben. Also das war, das ist wirklich heftig. Also er war von den drei Torhütern da vor Ort ganz klar der Stärkste. Man muss ja immer dazu sagen, bei Silvio Heinevetter, also ich glaube, der hat seinen Hochzeitstermin nicht umsonst dahingelegt gehabt. Ich glaube nicht, dass er damit gerechnet hat, dass er dabei ist. Aber verdient. Die Quote in der Liga ist absolut in Ordnung. Andi Wolfer jetzt das erste Mal wieder mit dabei. Das ist, glaube ich, für Handball-Deutschland eine gute Nachricht, dass er wieder mit dabei ist. Aber David Späth war von 0 auf 100 der beste Torhüter in diesem Dreiergespann, in beiden Spielen. Und da geht einem echt einfach das Herz auf, wie ehrlich der sich freut über einen gehaltenen Ball. Manchmal denke ich mir, hat er noch im Kopf, dass das Spiel eventuell weitergeht? Ich hoffe ja. Ja, aber wir müssen auch ein bisschen auf dem Boden bleiben. Ich meine, voll. Er hat jetzt wirklich eine konstant sehr gute Phase. Er macht es wirklich sehr gut auf sehr hohem Niveau, was wirklich nicht zu erwarten ist bei so einem jungen Spieler. Aber da habe ich vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung als er. Du bist sehr schnell für Leistungen, bei denen ich jetzt sage, er hat gut gehalten bei den beiden Spielen. Aber ich sage das als Freund und als Kumpel und ich glaube, er kann das auch gut einschätzen. Aber das waren ja gar nicht seine Top-Leistung. Also wir haben ja schon ganz andere Sachen bei den Löwen gesehen und da kann man wirklich sagen, okay, krass. So, aber das waren jetzt gute Leistungen bei den ersten Spielen, super. Aber natürlich ist die Wahrnehmung jetzt bei der Nationalmannschaft besonders nochmal eine andere. Du bist sehr schnell, gerade wenn du als junger Spieler reinkommst und das gut machst, sehr schnell auf eine Ebene gehoben, die du vielleicht noch nicht ganz erfüllen kannst. Und die du dann aber, von der aber dann, von der erwartet wird, dass du sie genau, bestätigst. Genau, und vielleicht, wenn du bei deinem achten Spiel auch nur, ich sag mal nur, 8-9 Bälle hältst, 30% hältst, dann wird vielleicht nicht mehr gesagt, mega, 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 sondern dann werden andere Fragen gestellt und dann kommen andere Kommentare und den Prozess muss er auch durchlaufen. Ja. Ich glaube, er weiß es auch und ist sich dem bewusst und ich glaube auch gar nicht, dass er seine positive Art verlieren wird. Da, er wird das machen, aber ja, diese Zeiten werden auch kommen, deshalb müssen wir alle ein bisschen vorsichtig sein mit all diesen Themen, weil er hat gut gehalten und so, aber es sind auch nur Spiele, jetzt zwei Spiele gegen Ägypten gewesen. Und wenn er 20 Bälle gegen Kiel hält, dann sage ich auch, ey, Wahnsinn. Aber das ist normal. Also das sehe ich jeden Tag von ihm. Und jetzt kommt es einfach drauf an für ihn, aber weiß nicht, damit muss jeder Profisportler klarkommen, dass der Druck von den Medien, desto höher man kommt, einfach größer wird und dass man da konstant bei sich bleibt. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass, ich meine, Andi kam jetzt direkt aus einer großen Verletzung, durfte das erste Mal ein paar Minuten spielen, war super, dass er überhaupt dabei war, dass er die Woche mitgemacht hat und der hat das gezeigt über Jahre. Eine Vetter hat es auch über Jahre gezeigt und ja, natürlich müssen wir jungen Spieler da auch erstmal hinkommen und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass Joel da dann auch noch dazu stößt. Also die Chancen für die EM werden nochmal neu gemischt, sicherlich. Bei David ist ja das Interessante, ich weiß nicht genau, ob er sich selber immer so Genüge tun kann, ob er selber es schafft, auch mal zufrieden zu sein mit gewissen Dingen, mit gewissen Leistungen, weil ich zum Beispiel auch niemals vergessen werde, wie er nach dem WM-Finale gerade das Ding geholt, diesen Titel geholt und sich da dann so hinstellt, auch in Interviews und sowas sagt wie, ja, das war heute war ich gar nicht so zufrieden mit mir, wo ich mir denke, jetzt freut dich doch einfach mal darüber, dass ihr diesen Titel geholt habt, weil das war auch gar nicht so einfach. Jeder hat ja gesagt, ihr müsst den holen. So, dieser Druck, es gibt ja gewisse Handball-Experten in Gänsefüßchen, die ja von Anfang an gesagt haben, das ist eine schlechte Truppe, wenn sie es nicht holen. Und das ist ja dann der genau falsche Stress, der genau falsche Druck. Darf sich nicht einfach anstecken lassen, finde ich. Ja, ich finde es brutal schwer. Ich meine, die Mannschaft hatte die Qualität, die U21
weiß nicht, einfach eine klasse Mannschaft, die das Ding ja dann auch relativ locker in Anführungszeichen gewonnen hat. Aber natürlich ist es nicht einfach, wenn diese Maßstäbe gesetzt werden, und diese Maßstäbe setzt David ja auch bei sich selber an. Und er hat diesen allerhöchsten Anspruch. Ich glaube schon, dass er sich freuen kann. Ich glaube schon, dass er sich freut über, weiß nicht, jetzt Leistung bei der Nationalmannschaft, die super waren. Aber er ist sehr anspruchsvoll und ist, glaube ich, da auch sein größter Kritiker. Und ja, aber ich glaube, da wird er seinen Weg gehen. Er wird jetzt seine Erfahrungen machen. Und was ich mir bei ihm halt immer wieder denke, er ist einfach so talentiert und stellt sich ins Tor, wie wir jetzt schon die ganze Zeit sagen, und wird seine Bälle halten. Und ich glaube, ja, da muss er sich keine Sorgen machen, oder müssen wir uns keine Sorgen machen. Aber natürlich wird jetzt mehr auf ihn zukommen, wie jeder gute junge Spieler diesen Prozess durchlaufen muss, wird er das auch machen und wird trotzdem seinen Weg gehen. Abschließend, wir sind einfach sehr stolz, euch bei uns zu wissen. Bei dir, bei David, diese ganzen jungen Kerls, auch unsere, wir hatten ja jetzt die beiden Außenspieler hintereinander, Zacharias und Morey im Podcast. Ist einfach schön zu sehen, dass ihr alles auch menschlich einfach geile Typen seid. So, weil das Handballspielen ist das eine, das Menschliche ist einfach was, was uns hier einfach sehr stolz macht, dass ihr bei uns seid. Jetzt haben wir ganz schön viel über David gesprochen. Er stellt auch übrigens gleich noch eine Frage. Bin ich sehr gespannt drauf. Das Rekordspiel im Januar, das kommt langsam schon auf uns zu. Es sind schon nur noch 2 Monate bis zur Europameisterschaft. Sicherlich ja für dich auch ein erstes riesengroßes Highlight in deiner Karriere. Was gibt es Geileres, so ein Riesenturnier in Deutschland zu spielen? Es geht dann direkt mal gegen Andi Schmieds Schweizer. Ist das was Besonderes für dich? Erstmal ist natürlich vielleicht nicht das erste Highlight, aber ich fand unseren Pokalsieg auch gar nicht so schlecht. Ja, du weißt bestimmt, wie ich es meine. Ich glaube, Nationalmannschaft, also das hörst du ja von den 2-7ern Weltmeistern ja auch immer nochmal, dass diese Turniere im eigenen Land, ja, die kommen ja nicht so oft. Ich merke das ja jetzt, weiß nicht, wenn wir jetzt in Ulm waren, auch echt cool. Mhm. Aber München war richtig geil. Ja, die Halle ist aber auch schön. Ich habe noch nie in der Olympiahalle gespielt. Nicht? Nee, aber okay. Ich finde es echt eine geile Halle. Also erstmal, ganz Olympiapark draußen ist ja schon echt, wirklich, muss man sagen, langfristig damals gedacht und echt ein cooles Projekt, das sich so lange modern gehalten hat. Und die Halle mit einem Rang, der hochgeht, ist richtig geil. Also unpopuläre Meinung von mir, ich finde es gar nicht so schlimm, dass dieser Betonbunker daneben dran, der da neu gebaut wird, nicht fertig geworden ist, weil nur deshalb spielen wir die EM ja in der Olympiahalle. Der SAP-Garten? Genau. Ja, also Betonbunker, ich meine, unserer ist am Ende auch ein Betonbunker, aber es ist was, ich finde, so eine Olympiahalle hat einen ganz anderen Charme als, ja, auch als eine SAP-Arena, weil das ist einfach anders geplant, anders gedacht, irgendwie hat das Ding einfach Geschichte. Also ich weiß nicht, bist du oben mal durch diesen Umlauf gelaufen? Nee, bin ich. Der hat Kopfsteinpflaster. Okay. Eine Halle innen drin mit Kopfsteinpflaster. Daran merkst du, da hat sich einer richtig Gedanken gemacht in den 70ern. Das ist einfach Kult, das Teil. Ja, hat absolut Charme, aber keine Ahnung, diese modernen Arenen sind auch cool. Also voll. Die SAP-Arena ist richtig cool. Langsess-Arena. Weiß nicht, und SAP-Garden, weiß nicht, da spielen ja erstmal die Basketballer, glaube ich, in erster Linie. Vielleicht haben wir da auch mal ein Länderspiel oder. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal Bayern München Handball. Och Gott, bitte. Gott bewahre uns vor Warum? Sowas. Warum? Warum? Das ist ja für den Handball mega. Was ist denn jetzt, was ist denn Bayern Basketball gut für den deutschen Basketball? Okay, du bist Experte dann. Ich würde gerne mal von dir jetzt hören, was glaubst du, was Bayern Basketball dem deutschen Basketball Gutes getan hat? Würde mich jetzt mal interessieren, weil da kommt es ja her so ein bisschen wahrscheinlich. Also erstmal, glaube ich, ein Spitzenverein mit finanziellen Möglichkeiten, um auch in der Euroleague langfristig mal was zu reißen. Mhm. Das haben die deutschen Vereine nicht so geschafft. Und ich glaube einfach eine andere Markenpräsenz im deutschen Basketball. Einfach ein großer Name, der über die Grenzen des deutschen Basketballs hinausgeht, und genauso wie Real Madrid Basketball eine große Nummer ist, wenn Luka Doncic da im Sommer kommt, dann ist das schon krass. Und wenn wir vielleicht mal einen deutschen Basketballer hätten, der bei Bayern München rauskommt und dann in die NBA geht, das wäre schon cool. Und so ein Name Bayern München zieht natürlich noch mal ein bisschen mehr als, weiß nicht, bei allem Respekt vor
Ratio Farm Ulm, die jetzt sind Deutscher Meister. Deutscher Meister, ja. Ist natürlich Bayern München durch den Fußball nochmal eine ganz andere Marke. Das, ich glaube, das Schlimme ist so ein bisschen, dass das in der Basketball-Bundesliga auch viele gedacht haben, dass das so kommt. Der Punkt, also die Realität ist aber tatsächlich eine andere. Die Realität ist, dass Bayern Basketball schon viele, viele Jahre hintereinander wettbewerbsverzerrend in den Abstiegskampf eingreift, weil sie auf einmal, weil es denen gerade nicht in Kram passt. Also das waren wirklich Dinge, die haben mich schockiert, dass sowas dann möglich ist in einer deutschen Profiliga. Sie sind zu Auswärtsspielen ohne Cheftrainer und ohne ihre 6 besten Spieler angereist, zum Beispiel damals nach Oldenburg, haben das Ding krachend verloren, es war denen scheißegal. Und das sind so Momente gewesen, sie haben dann gegen jeden der letzten 3 in der Tabelle verloren, außer gegen einen dann, der dann einfach benachteiligt war. So, weil du spielst dann gegen Bayern München in einer Phase, in der die sich auf die Playoffs in der Euroleague vorbereiten, die sie im Übrigen in ihrer Vereinsgeschichte auch erst, ich glaube, 1 oder 2 Mal erreicht haben. Also dieser europäische Effekt, der hat sich noch nicht so ganz eingestellt. Deswegen, ich sehe genau dieses Beispiel Bayern Basketball so kritisch und hoffe wirklich sehr, weil wir haben stark, unsere Marken im deutschen Handball, finde ich, sind stark genug. Wir brauchen keine, Dominik Klein würde mir wahrscheinlich was an den Kopf schmeißen, weil der hat da ja, glaube ich, lange dran gebaggert. Aber auch spätestens die Aussage von Uli Hoeneß, der hat ja sinngemäß gesagt, Handball ist ein Bauernsport und außerhalb von Deutschland interessiert sich kein Mensch für Handball. Das war Aussage aus der Süddeutschen Zeitung. Ich glaube nicht, dass das die Handball-Bundesliga weiterbringen würde. Anders wäre es natürlich, wenn Schalke es machen würde. Dann fände ich es natürlich geil. Also ich würde da, ich finde, man sollte da nicht so gegeneinander anreden. Das ist eine schöne Diskussion gerade. Ich finde es ja auch mal interessant, man kann ja auch mal über so Themen diskutieren. Aber ich finde grundsätzlich, wir sind eine starke Randsportart, muss man ja sagen. Natürlich sind wir präsent in Deutschland, aber nicht annähernd so wie der Fußball. Und deshalb finde ich, sind das schon Möglichkeiten, wenn so ein Projekt Bayern München Handball irgendwann realistisch sein sollte, finde ich, sollte man das schon vorantreiben, weil ich glaube, ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so tief drin in der Materie, auch beim Basketball, aber ich glaube schon, dass das nochmal ein Zug fährt, auf einem anderen Level sein könnte, genauso wie es, natürlich ist das eine ganz andere Historie, aber Barcelona Handball ist oder, wobei das ist ja gar nicht so eine Historie bei PSG Handball. Und da muss man ja schon sagen, PSG ist eins der größten Projekte im europäischen Handball und da auch ein Zug fährt, wenn du bei Social Media reingehst, die Followerzahlen von PSG sind noch ein bisschen höher als bei anderen etablierten, vielleicht mit Vereinen mit mehr Historie. Also als Sportler finde ich's cool, aber natürlich spielen da so viele Themen rein und jeder wird immer seine eigene Meinung haben, aber ich finde, man sollte immer, weiß nicht, zumindest in Austausch gehen und wenn solche Projekte realisierbar sind, weil man merkt ja auch immer wieder beim Handball, dass gewisse Projekte auch immer wieder wegbrechen, die vielleicht nur auf 1, 2 Säulen gebaut sind. Ja, ich finde es immer spannend, wenn man dann da verschiedene Meinungen zu hat, dann finde ich so eine Diskussion immer relativ spannend. Es ist in dem Fall, ich finde, dass die Handball-Bundesliga einfach geil ist und wenn ich sehe, dass das Handball insgesamt, was für eine Aufmerksamkeit der Handball hat. Du das, jetzt machen wir wahrscheinlich einen Riesenfass. Der ist ja nicht schlimm, ist ja nicht schlimm. Scheiße, ich muss aufpassen, was ich sage. Nein, musst du nicht. Es ist also, aber das System Handball-Bundesliga, findest du das so attraktiv? Naja, es ist zumindest, und das deswegen glaube ich, braucht es so ein Team nicht. Es ist ja das attraktivste. Jetzt die Bayern München, aber ich finde vom Modus, also ich weiß, dass wir da ein riesiges Fass aufmachen. Wir haben sau viele Spiele. Wir haben einen Spielplan, der von August bis Juni geht. Mhm. Sehr lang, sehr wenig Pause. Was krass ist, worüber man auch diskutieren kann, irgendwie die Spiele zu verkürzen. Aber ich finde, ein Problem der Handball-Bundesliga ist, dass du immer so ein großes Mittelfeld hast. Du hast immer 3 Teams vielleicht, die Meister werden können. Am Ende sind es vielleicht auch nur 2 jede Saison. Wir haben jetzt 4 Top-Teams, die den Anspruch haben. Aber da kommt keine andere Mannschaft rein. Und auch, es sind immer die gleichen Mannschaften von den 3, 4 eigentlich in der Champions League. Und Euroleague kommen mal verschiedene Mannschaften rein, aber ich finde es einfach enorm attraktiv, wie es in Skandinavien ist, in Dänemark und Schweden mit dem Playoff-System und auch BBL finde ich richtig geil, dass so eine Mannschaft wie Ulm
das schaffen kann und dann deutscher Meister wird. Und natürlich muss man darüber diskutieren, nicht noch mehr Spiele. Das ist mir alles bewusst und ich weiß, dass es extrem schwierig umzusetzen ist. Aber ich finde es schon cool, wenn, weiß nicht, ob wir das jetzt sind, vielleicht in der Saison, in der wir nicht so gut sind, wie vor letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wenn wir Zehnter werden, aber vielleicht dann doch auch Chance haben, irgendwie in die Playoffs zu kommen, wenn es das geben würde. Verstehe. Und dann, dass man nochmal die Chance hat. Also natürlich kann man, weiß nicht, dass man da ein bisschen, ich verfolge ja sehr viel amerikanische Sportarten, und dass man da ein bisschen vielleicht kreativer manchmal ist. Die haben jetzt einen neuen NBA Cup eingeführt, einfach um das ganze Produkt attraktiver zu machen. Dann, weiß nicht, das sind natürlich andere finanzielle Möglichkeiten, aber die versuchen alles, um das, weil wir sind Unterhaltungsbranche. Wir sind Unterhaltungsbranche. Das ist voll. Wir sind ein Produkt, das du verkaufen musst. Und ich weiß nicht, ich finde das schon. Also ich bin derselben Meinung wie du, das amerikanische Sportsystem ist das Beste der Welt. So, weil da werden die Talente viel fairer verteilt. Allein das Drafting-System ist genial. Das Problem ist halt natürlich einfach, wir sind hier viel zu gesetzt in Europa, als dass man irgendwann mal sagen könnte, wir machen das jetzt so. Weil, das ist nicht umsetzbar. Genau, das ist nicht umsetzbar. Deswegen geht aber da schon ein Teil der Spannung verloren praktisch. So, dann ist natürlich diese Gleichbehandlung mit Capspace und Co. ist auch ein riesengroßes Thema, weil es da solche Fälle wie Melsung und Co. halt einfach nicht gibt. Das ist nicht umsetzbar. Und Playoffs fänd ich super spannend, ehrlicherweise. Fände ich gut. Haben wir auch mit Andy Schmid schon oft an dieser Stelle darüber diskutiert. Ich fände Playoffs sehr, sehr spannend. Dann müsstest du aber zwingend die Liga kleiner machen. Was ich jetzt gar nicht so falsch fände, weil es ist jetzt vielleicht dieses Jahr mal eine Ausnahme, aber ansonsten gehen die Aufsteiger alle direkt wieder runter. So, Hamburg. Natürlich gibt es Gummersbach, Hamburg, schon positive Beispiele. Aber es sind ja auch keine. Langfristig gut machen. Aber keine typischen Aufsteiger. Also ist jetzt nicht wie Hamm. Hamm ist so ein Zweitligist, der kommt hoch und die wissen ganz genau, sie machen das ein Jahr lang und dann gehen sie wieder runter. Genauso wie das viele andere vor Hamm und nach Hamm auch wieder so gehabt haben. Da war mal Coburg oben, die sind alle mal für ein Jahr oben und dann wissen die aber auch ganz genau, die gehen auf jeden Fall wieder runter. Und wenn man die Liga kleiner macht, wäre das vielleicht ja dann nicht mehr so, weil dann nur noch die starken Aufsteiger dann auch, dann hättest du vielleicht mal einen größeren Wechsel innerhalb der Liga. Mhm. Spannend fände ich es auf jeden Fall, nur ich weiß halt nicht, ob es dann noch ein weiteres Zugpferd braucht, weil ich glaube, dass unsere... Bist du immer noch bei Bayern? Nein, aber so sind wir ja auf dieses Thema gekommen. Also, dass sich die Liga Gedanken machen muss, einfach, ist für mich eh klar. Innovativ denken. Einfach, der Druck kommt ja auch, weil die Champions League bläht sich immer weiter auf und will sich ja auch immer weiter als Zugpferd in Europa, wie die Euroleague. Ich glaube, dass die Euroleague im Basketball eine Art Vorbild für die Handball-Champions League ist. Mhm. Nur wenn wir jetzt im Handball noch eine komplette Liga spielen würden, das ist ja die Euroleague, das ist ja schon krass, das ist ja eine 14er-Liga, glaube ich. Das heißt 13 Mal Hin- und Rückspiel, 26 Spiele on top. Ja. Das wäre ja Wahnsinn. Aber es ist natürlich auch anders im Basketball. Ne? Also NBA spielst du auch 82 Spiele in 5 bis 6 Monaten, jeden zweiten, dritten Tag. Und ist eine andere Belastung, auch eine hohe Belastung, aber eine andere Belastung, nicht ganz so körperintensiv. Und die Basketballer zeigen ja, dass das möglich ist. Also es ist krass und darüber wird ja auch viel geredet, dass 82 Spiele vielleicht zu viel sind. Aber ja, wir Handballer schaffen es ja auch. Also ich weiß nicht, ob wir es besser machen, indem wir von August, wir sind ja, unsere Vorbereitung beginnt Mitte Juli und die Saison endet Mitte Juni. Das sind, weiß nicht, jetzt hast du noch ein Olympia-Jahr. Du spielst jedes Jahr im Januar ein großes Turnier. Das ist Wahnsinn. Und ich meine, ich bin jetzt ein Spieler, der das jetzt vielleicht im zweiten Jahr so mitmacht, das zweite Jahr jetzt mit Europacup. Und da gibt es ganz andere, die das seit Jahren durchziehen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das möglich ist, aber ich denke nicht, dass man sich auf dem, was man hat, ausruhen darf, weil ich glaube schon, dass da sehr viel Spielraum für einerseits Attraktivität, aber auch einfach Optimierung. Aber ich denke nicht, dass die Handball-Bundesliga das System ist, das sich verändern sollte. Ich glaube, dass wir beispielsweise auf den Fußballermodus umsteigen müssten und zwar dringend, nämlich nicht mehr jedes Jahr im Januar. Nee. So, nicht mehr jedes Jahr im Januar ein Turnier zu haben. Das ist auch einfach zu viel. Das ist einfach too much. Klar, ein Weltmeistertitel ist immer geil, aber andererseits, alle 2 Jahre wird Dänemark Weltmeister und die Situation ist ja jetzt gerade so. Und es ist irgendwie, eine Weltmeisterschaft ist ja irgendwie auch nichts Besonderes mehr und das führt dann ja wiederum auch zu so einem Fall Pekeler. Der ja, ich meine, jetzt wäre er ja, er wäre ja vielleicht jetzt, hatte sich ja jetzt auch überlegt, nochmal wieder zurückzukommen, aber dass ein Handballer sagen kann, boah, dann spiele ich jetzt halt mal nicht 2 Großturniere, so, dann habe ich halt mal 2 Großturniere nicht gespielt. Ich kann 20
20 vielleicht nicht, aber 15 Großturniere in meiner Karriere spielen, wenn ich es halbwegs clever anstelle. Ja. Ich weiß halt nicht, ob der Handball da in der Position ist, wie der Fußball. Ich weiß nicht, da spielen so viele Parameter rein. Das sind natürlich auch viele finanzielle Faktoren. Aber das ist natürlich auch ein Thema, über das man reden kann, aber da sind so viele Themen und ich finde einfach, dass man da immer wieder in Diskurs gehen kann. Da sind so viele Parteien, die mit am Tisch sitzen und deshalb weiß ich, dass es unfassbar schwierig ist, da einen Konsens zu erreichen. Aber ja, ich finde, man sollte weiter innovativ denken und da nehme ich gerne NBA, NFL als Vorbild einfach, um Dinge attraktiver zu gestalten. Absolut, ja. Andererseits, was würdest du sagen, wenn also das finde ich jetzt gerade in der NFL so krass, dass dann einfach Spitzenteams Spiele in Deutschland austragen müssen. Klar, hier voll der Hype, alle finden es geil. Ja. Aber wenn dir jetzt morgen einer sagt, pass auf, Löwen gegen Kiel, Topspiel, findet übrigens jetzt in Saudi-Arabien statt. Das ist ja wiederum was anderes. Also da begeben wir uns, glaube ich, gerade auf politische Ebenen. Ja, oder lass es in. Doch schon mal. Überleg dir mal, wir würden morgen sagen, wenn es in Paris stattfinden würde. Nee, aber lass uns doch das Beispiel mal genau zurückspielen. So, weil die USA Handball größer machen will, spielen die Löwen gegen Kiel jetzt einfach mal aus Spaß im Staples Center in L.A. Gut, die Halle wäre wieder geil. Ja, Wahnsinn, oder? Ja, aber dann will ich aber sehen, mit was für einer Energie du dann eine Woche später in Lissabon spielst oder drei Tage später. Ja, ist ja. Ich finde es ganz interessant, dass wir auch mal solche Themen hier haben, weil ansonsten, klar, schwimmen wir ja schon immer so ein bisschen in unserem eigenen Löwensaft, so ein bisschen. Ich meine, wir Handballer sind ja auch, keine Ahnung, es ist ja, wir sind in allem ein bisschen kleiner als diese Sportarten, über die wir gerade reden. Und deshalb, finde ich, sollte man alles nutzen, irgendwie um zu wachsen. Man darf sich natürlich nicht übernehmen, aber man merkt ja schon gerade in der Periode, in der wir uns gerade befinden in Deutschland, wird ja relativ viel bewegt. Und deshalb ist gut, aber wir sollten auch bei bodenständig bleiben und wissen, woher wir kommen. Und das du wirst ja auf jeden Fall mal. Es ist ja ein familiärer Sport. Voll. Du wirst auf jeden Fall immer mal in so eine Managerposition gehen. Irgendwann. Weiß ich nicht. Doch. Du bist einer, du hast das große Ganze im Kopf. Du hast da Ideen. Was ich schön an dir finde, ist, du hinterfragst so viel. Und das ist so ein. Also nur wenn du was hinterfragst, kannst du ja auch was verändern oder feststellen, wo es vielleicht Veränderung bedarf. Ja, aber ich weiß nicht. Dafür bist du auch noch viel zu jung, als dass wir jetzt darüber sprechen müssen. Lass uns kurzfristiger denken. Zwei Heimspiele stehen an diese Woche. Was für ein Themenwechsel. Donnerstag gegen Leipzig, Sonntag Kiel. Fürs Kiel-Spiel also bekommt der Begriff Restkarten nochmal eine ganz andere Bedeutung. Also, das Spiel ist ausverkauft zu 99,9%. Ich glaube, es gibt wirklich nur noch einzelne Restkarten. Das wird was ganz Besonderes. Wie bereitet man sich denn auf so einen Doppelpack vor? Wir hatten das ja schon mal diese Saison mit den Heimspielen gegen Balingen und Stuttgart. Ganz normal. Es sind Heimspiele in der SAP Arena. Wir haben dieses Jahr alle gewonnen bisher, oder? Ja. Ja. Deshalb, also sind heimstark. aber klar, Leipzig wird schon Prüfstein werden, weil wir natürlich, also nach so einer Länderspielwoche ist es nie so ganz einfach, wieder als Mannschaft zusammenzukommen und sich komplett wieder zu finden und zu fokussieren auf das, was im Verein wieder ansteht. Und ja, Leipzig ist natürlich ein Spiel, das wir gewinnen müssen. Das ist ein Heimspiel. Und gegen Kiel ist natürlich ja, ein besonderes Spiel ist, glaube ich, immer, wenn Kiel zu uns kommt, ist die SAP-Arena immer nahezu voll und das ist immer ein großes Highlight. Und